Das Warten hat ein Ende, es ist wieder soweit, es ist wieder Bundesliga-Zeit. Das heißt auch, dass es wieder eine neue Ausgabe des Bundesliga-Talks gibt. Ja, das ist jetzt schon Ausgabe 10 und ja, es ist auch eine neue Ausgabe einer Geisterspiel-Folge. Das ist jetzt schon das zweite Geisterspiel in dieser Form und ja... Letzte Woche haben wir auf das Spiel geschaut, TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC. Hoffenheim hatte einen sehr schlechten Start vom Ergebnis her und dann hieß es, heute muss man mal wieder gewinnen. Man musste gegen den Tabellenplatz 18 ran, SC Paderborn. Wenn man auf die Gesamtbilanz schaut, von 5 Begegnungen gewann man 4. Einmal trennten sich die Vereine mit einem Unentschieden. Paderborn konnte noch nie gewinnen gegen Hoffenheim. Das ist jetzt eine Gesamtbilanz aus der ersten und der zweiten Bundesliga, da Hoffenheim in der ersten Bundesliga noch nicht oft auf Paderborn getroffen ist. Also sah es eigentlich so von den Bilanzen her sehr gut für Hoffenheim aus. So, bevor wir jetzt aber dann auf das Spiel mal genauer schauen, gucken wir noch einmal kurz auf die Aufstellung. Im Tor bei Paderborn war Zingerle, außerdem spielten Träger, Hünemähler, Schonlau, Collins, Gastjula, Antwi Adjel, Vasindalis, Brüger, Sebien und Holtmann. Ja, bei Hoffenheim im Tor stand, wie meist immer, Oliver Baumann. Außerdem durften von Anfang an ran Hübner, Bikacic, Posch, Kaderabek, Grilic, Zuba, Baumgartner, Rudi, Sko und Bebu. Schauen wir nun auf die erste Halbzeit. Was für ein Traumstart für die TSG Hoffenheim. Die 1-0-Führung durch Robert Sko in der 4. Minute. Eigentlich hätte man das Tor Karel Kaderabek aufs Konto machen können. Doch der letztendlich verwandelte Robert Sko das Tor. Nämlich Kaderabek brachte eine perfekte Flanke in den 16er und aus 6 Metern musste nur noch Sko seinen Fuß hinhalten und verwandelte den Ball direkt unter der Latte. Ein Traumstart für die TSG Hoffenheim, aber auch für SC Paderborn. In der 9. Minute gab es eine Antwort von Dennis Zürbrini, 1:1. Es war ein Fehler von Emin Bikacic, er verlor den Ball in der eigenen Hälfte und somit konnte er aus 19 Metern sofort abziehen. Und somit stand es 1:1 in der 9. Minute. Der Funfact am Rande ist nämlich, letzte Woche schoss Kevin Akpupuma ein Eigentor. Diesmal ließ er Kevin Akpupuma draußen, hat dafür Ermi Bikacic spielen lassen und er patzte diesmal und es gab wieder ein Gegentor. Nach diesem Tor war es eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel. Es hat sich viel im Mittelfeld abgespielt, also ein sehr gutes Spiel, vor allem in der Offensive. Paderborn hatte öfters mal wieder gute Chancen. Aber in der 20. Minute hatte dann Hoffenheim eine Großchance, erneut war es Goff. Und so ging es dann weiter. Es gab immer wieder Strafaufszenen von Hoffenheim, aber sowohl auch von Paderborn. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. In der 35. Minute gab es dann auch nochmal eine dicke Torschance für Paderborn. Dort traf man wieder nur die Latte. Und das war es dann eigentlich auch schon von der ersten Halbzeit. Im Fazit konnte man in dieser ersten Halbzeit eigentlich sagen, dass diese erste Halbzeit eigentlich eine sehr spannende war. Es war viel in der Offensive.
Man muss sagen, diesmal war es auch bei Paderborn so, aber Hoffenheim hat wieder Chancen einfach nicht verwertet. Eine dicke Torschance, meiner Meinung nach, die man eigentlich machen hätte müssen, hat man wieder nicht gemacht. Aber dieses 1:1 ist völlig verdient, weil beide Teams sehr stark spielten. Es waren Tore, die sehr früh gefallen sind, natürlich in der 4. Minute und in der 9. Minute. Und das ließ auf jeden Fall Lust auf die zweite Halbzeit machen. Kommen wir zu Halbzeit 2. Ja, die ersten Minuten der zweiten Halbzeit gehörten dem SC Paderborn. Sie hatten sehr gute Chancen, viel Ballbesitz am Anfang. Aber es gab auch schnell eine Antwort vom Baumgartner, der wieder eine dicke Torschance hatte in der 51. Minute. In der 60. Minute gab es dann noch einen Freistoß für Paderborn, den sie aber leider aus 15 Metern nicht verwandeln konnten. In der 65. Minute gab es wieder einen starken Konter von Paderborn. Man merkte so, dass seit der zweiten Halbzeit Hoffenheim nicht mehr so die präsentere Mannschaft war wie in der ersten Halbzeit. Paderborn kam sehr gut aus der Pause heraus. In der 81. Minute gab es dann mal etwas sehr Ungewöhnliches. Es gab einen Dreifachwechsel bei den Hausherren. Und danach musste man sagen, dass ab der 83. Minute Hoffenheim sehr gut ins Spiel auf einmal reinkam. Gab es wieder eine riesen Torschance. Munas de Boer hätte eigentlich die 2:1 Führung machen müssen, aber er machte es wieder nicht. Und ja, in der Schlussphase gab es dann nochmal einen Konter für Paderborn, aber dann war auch Schluss. Im Fazit konnte man sagen, die erste Halbzeit gehörte klar beiden Teams. Beide Teams waren sehr stark. Die zweite Halbzeit war für mich Paderborn deutlich besser. Ich finde auch, dass Paderborn, sie sind ja Tabellenplatz 18, heute mal gezeigt haben, auch, ey, wir sind noch da, haben eigentlich sehr gutes Spiel gemacht, tolle Konter hatten sie gehabt. Hoffenheim hatte wieder Torchancen. Ich glaube, wir haben schon im letzten Talk darüber geredet. Man kann auch die bessere Mannschaft sein, man hat Torchancen, wenn man sie nicht macht. Hoffenheim hatte wieder zwei Torchancen, die man eigentlich hätte machen müssen. Aber wie ich finde, Paderborn hätte auch heute deutlich mehr Tore schießen müssen können. Und das Unentschieden geht heute eigentlich auf jeden Fall klar für beide Teams. Beide haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Es war auf jeden Fall spannend zuzuschauen. Und ja, am Mittwoch geht es für Paderborn nach Augsburg. Die TSG empfängt zeitgleich dann den 1. FC Köln zu Hause. Und wir schauen natürlich dann auf die Partie von Hoffenheim, den Erstligaverein in unserer Region, gegen den 1. FC Köln. Ja, wenn ihr diesen Bundesliga-Talk dann auch nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Folgt uns auch mal auf Social Media, auf Instagram, Twitter und natürlich Facebook, aber auch auf unserer TV-Überregional-Seite. Ja, das war's jetzt vom heutigen Bundesliga-Talk. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und jetzt könnt ihr, letzte Woche ging's nicht, aber diese Woche konnten wir es wieder einstellen. Jetzt könnt ihr mal aufs i klicken und euren Tipp abgeben, wer die nächste Partie gewinnen wird. Entweder die TSG 1899 Hoffenheim oder der 1. FC Köln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Euer Fabian. Ciao.